es lief ja so viel schief. Und schuld war so ein Werbebrief um Schüler-Schülerinnen für einen Tanzkurs zu gewinnen. Da habe ich erst mal laut gelacht und das ist nichts für mich gedacht. Ein Tanzkurs, toll, wie ich mich freue, wenn ich mal tanze, dann aus der Reihe. Bloß als die Mutter diesen Zettel sah, da rief sie ganz entzückt: Hurra, es wird Zeit, dass du das Tanzen lernst. Das war kein Witz. Die meint das ernst. Und 1, 2, 3, was soll ich sagen, war ich zum Tanzkurs eingetragen. So ging's dann los zur ersten Stunde. 4 Jungs, wir blickten in die Runde und sahen uns dann dem Kaliber von 20 Mädchen gegenüber. Da hat der Wahnsinn wohl Methode, das nenne ich mal eine Frauenquote. So hat für uns der Kurs gestartet. Ich wusste nicht, was uns erwartet. Ich fand's ja anfangs noch ganz tipptopp. Lernt man hier Breakdance oder Hip-Hop? Vermutlich wär's auch noch ganz toll mit einer Art von Rock'n'Roll. Doch nichts davon. Was lernst du da? Walzer, Rumba, Cha-Cha-Cha. Doch diese Tänze unumwunden sind meist mit Anfassen verbunden. Gesellschaftstanz, wie man das nennt. Das ist heute wohl das einzige Event, wo Anfassen noch mit dazugehört und keine da ist, die das stört. Bloß wird's bei manchen ziemlich knapp. Die sind zu dürr, da rutschst du ab. Doch auch bei anderen wird's dumm, da kommst du mit dem Arm nicht rum. Und mit so einer Partnerin sollst du dann üben, sie über die Tanzfläche zu schieben. Das kostet Kraft, wenn man so spürt, wie ein Walzer dann zum Wälzer wird. Eins und zwei und Seit und Kick. 2 Schritt vor und 3 zurück. 1, 2, Tipp, 3, 4, dreh Stopp. Dreh 2 Step nach vorn, 2 Top. Grundschritt rechts, Kick vor im Takt. Ab da habe ich es nicht mehr gepackt. Ja, bei so viel Schritt und Tritt, da kam ich einfach nicht mehr mit. Dass ich nicht besser tanzen kann. 2 Dinge hindern mich daran. Und die 2 Dinge, schöner Gruß, sind mein linker und mein rechter Fuß. Nun, irgendwann auf jeden Fall kam dann doch der Abschlussball. Und mit ihm die Frage aller Fragen: Was soll der Junge da bloß tragen? Mein Vater sprach, das kostet alles schon genug. Er hat doch noch den Konfirmationsanzug. Den trug er ja nur einmal bloß. Ja, der war mir damals auch zu groß. Es hieß, da wächst der Bub noch rein. Und jetzt ist er mir viel zu klein. War schon der Anzug nicht bequem, gab's aber bald noch ein Problem. Denn jedes Mädchen hatte dann ein Abendkleid mit High Heels an. Ja, wo ich früher nur die Augen sah. Da soll man sich noch konzentrieren und seine Partnerinnen führen. So habe ich mich abgestrampelt und bin beim Tanzen rumgehampelt. Wobei ich das beschreiben möchte, es war okay, mehr schlecht als recht. Nur die Mädchen fragten ab und zu: Also ich tanz Foxtrott, was tanzt du? Am Ende war ich ganz benommen und dachte, schlimmer kann's nicht kommen. Dann hieß es plötzlich Damenwahl. Und wer stürmte jetzt quer durch den Saal und schubste all die anderen Leute glücklich strahlend auf die Seite? Meine Mutter! Es tat ein Schnalzer und wir tanzten endlich Walzer. Ringsherum gab's zwar Gekicher, doch mein Erbe war mir sicher.
Ja, meine Mutter war nun selig und so endete der Ball allmählich und das Gehopse ging vorbei. Endlich war ich wieder frei. So schnell muss ich in meinem ganzen Leben wohl nicht wieder tanzen. Erst am Hochzeitstag mit meiner Frau. Und das hat noch sehr, sehr, sehr viel Zeit. Hello! Auf den Marco Breitenbach von der Schwarzen Elf ein dreifaches Franken! Genau. Tanzkurs! Genau. Franken! Na, so schlecht kann das doch gar nicht sein, was ihr zwei da treibt. Ich hätte gesagt, wir halten das ganz traditionell. Damenwahl! Was? Tanzen? Och Nina, muss das sein? Na sicher, habt ihr denn keinen Anstand? Thank you.